Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meet the Trainer. Ich spreche heute mit Laban Asma, der bei uns am Fraunhofer IEM die Abteilung Corporate Innovation leitet und seit vielen Jahren Trainings im Bereich Innovationsmanagement gibt. Und wir haben heute ein paar Fragen an Laban vorbereitet und sind gespannt auf seine Antworten. Ja, Laban, welche Rolle spielen praktische Übungen und eigene Use Cases in unseren Trainings im Innovationsmanagement? Also bei uns im Innovationsmanagement-Training eine wesentliche Rolle. Wir haben da ja verschiedene Formate, aber letztendlich ist es uns immer wichtig, nicht nur den Überblick mit reinzugeben, sondern auch das Ganze anhand der eigenen Realität im Unternehmen zu reflektieren. Das bedeutet, wir haben ein Trainingsmodul, wo es darum geht, Ideen zu konkretisieren, erlebbar zu machen, zu validieren. Dann bringt jeder sein eigenes Case mit, ne? Also das ist für uns ein fundamentaler Bestandteil, um effektiv überhaupt ein Training machen zu können. Nächste Frage. Welche aktuellen Trends im Innovationsmanagement findest du besonders spannend und inwiefern finden sie schon Eingang in unsere Trainings? Ja, da könnte ich jetzt 2 Tage von erzählen, was es so für Trends gibt, die das Innovationsmanagement beeinflussen. Aber eins ist, glaube ich, ganz klar: KI. Also das ist in allen Prozessschritten mega viel Potenzial und macht auch super viel Spaß, daran am Ende im Alltag auch zu forschen. Und das bringen wir auch in die Trainings mit ein. Also wir haben dann auch einen KI-Bot, der zum Beispiel beim Ideengenerieren unterstützt, beim Kundenanalysieren, wo ja dann am Ende die Teilnehmer auch sehen, wie gut ist denn eigentlich so eine KI im Zusammenhang mit Innovationsmanagement. Da würde ich sagen, dass da jetzt gerade sehr viel Bewegung herrscht. Ne? Nächste Frage. Was macht für dich ein gutes Training im Innovationsmanagement aus? Wenn der Teilnehmer am Ende rausgeht und sagt, ich habe viel gelernt, ich habe mein Netzwerk erweitern können und ich hatte Spaß daran. Okay. Wir machen weiter mit der nächsten Frage, Laban. Inwieweit hat sich die Arbeitsweise im Innovationsmanagement in den letzten 10 Jahren verändert? Und wie spiegelt sich das in unseren Trainings wieder? Letzten 10 Jahre ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz. Wenn wir sagen, die letzten 20 Jahre, dann ist das weg von einem Technology-Push hin zu einem Market-Pull. Das bedeutet, früher hat man geschaut, was kann man mit Technologien machen. Heute dreht man das um und überlegt sich, welche Probleme hat der Kunde und mit welchen Technologien kann ich dieses Problem lösen. Das ist ein wesentlicher Unterschied und daran entlang ganz viele Methoden, die dann neu dazukommen. Sei es mit Methoden, die im Bereich Design Thinking aufgemobbt sind, alles Veränderungen, die das, ich sag mal, das Paradigma verfolgen, den Kunden in den Mittelpunkt zu setzen und für das Problem des Kunden eine Lösung. Und Closed und Open Innovation. Früher war immer alles geschlossen, ich habe es im Elfenbeinturm gemacht. Heute gehe ich raus, spreche mit den Leuten über meine Ideen und treibe die so voran. Das ist ein wesentlicher Trend, ja. Vielen Dank, dass du heute uns einen Einblick gegeben hast in die Trainings im Bereich Innovationsmanagement. Wir würden natürlich uns freuen, wenn möglichst viele Interessierte uns am Fraunhofer IEM besuchen und an einem unserer Trainings im Bereich Innovationsmanagement teilnehmen.